Ja, Prag Pro, die 5. Ausgabe haben wir hinter uns und natürlich gleich so eine Überraschung. Haben alle damit gerechnet, erstmal Dexter Jackson oder Big Ramy, also im Vorfeld. Und jetzt William Bonnack. Naja, war auch sehr gut. Also ich habe den Bonnack voriges Jahr, glaube ich, war es in Lahti gesehen. Und da war ich schon begeistert von ihm, da hat er auch gewonnen. Und der Bursche hat einfach keinen Fehler. Aus meiner Sicht, der ist knallhart, der hat schöne Linien, der hat runde Muskeln und alles fließt schön. Also der Mann ist wirklich gut. Der einzige Nachteil ist, er ist ein bisschen größer wie eine aufgestellte Faust. Aber das macht einfach Wett durch Klasse und das ist toll so. Aber das Schöne ist ja auch, dass wir jetzt innerhalb von einer Woche drei verschiedene Pro-Sieger hatten. Wir hatten Dexter Jackson in Barcelona, wir hatten Kuwait Big Ramy und jetzt ihn hier. Wer wird es in Finnland? Das weiß ich nicht, aber grundsätzlich muss man ja sagen, dass die ersten drei alle für sich selbst großartig sind. Und in der Regel kann man eigentlich die ersten drei durchwechseln, Sieger, Zweiter, Dritter, weil sie ein jeder für sich sehr, sehr gut sind. Und da darf man sich wirklich nicht so aufregen, dann, wenn er es halt nicht geworden ist, vielleicht schafft er es beim nächsten Mal. Und Bodybuilding hat eben auch sehr viel mit Geschmack zu tun. Wir sind keine objektive Sportart, wo gemessen wird, sondern einfach Geschmack. Da kommen wir zu einem guten Thema. Wenn nämlich die drei, sagen wir mal, konstant bleiben, ändern sich die Platzierungen vielleicht auch automatisch dadurch, dass es nicht immer die gleichen Kampfrichter sind. Genau, das kann durchaus sein. Also das kann nicht ausgeschlossen werden, weil ganz einfach die Geschmäcker verschieden sind. Ich persönlich tendiere immer eher zur V-Form, zur ästhetischen Linie. Es gibt andere, denen gefallen ganz einfach richtig wuchtige Typen mehr. Das ist so. Wie zum Beispiel? Der ist sowohl wuchtig, als auch hat er gewisse Ästhetik schon drinnen. Also ich habe eigentlich noch nie so einen schweren Mann gesehen, der doch so eine eigentlich schöne V-Form zusammenbringt, ja, und auch schöne fließende Linien hat. Also Big Ramy setzt schon sehr eigene Standards, das muss man schon sagen. Dexter Jackson dann auf dem 3. Platz, ist dann jetzt so seine Siegesstraße jetzt mal vorbei? Denkst du, war es dann jetzt erstmal mit der Gewinnerei, Seriensieger? Naja, vielleicht. Also er hat ja, sage ich jetzt einmal, Großartiges bisher geleistet und ja, jede Siegesserie hat irgendwann einmal ein Ende, aber ich traue es ihm zu, dass er wieder zurückkommt, weil der Mann hat die Qualität. Das wäre ja meine Frage, weil er hat aber auch ein gewisses Alter und kann man ewig da so weitermachen oder geht es halt irgendwann mal rückwärts? Also da spricht er ein bisschen was an. Mit dem Alter, das ist nicht im Bodybuilding unbedingt ein Kriterium dafür, dass man wirklich schlechter wird. Also Dexter Jackson hat das bewiesen mit seinen, ich weiß nicht wie viel, 8 Arnold-Siegen. 9 Arnold-Siege hat er und 27 Profisiege. Ja, ganz toll. Und das ist ganz einfach zwar eine Ausnahme, aber eine Möglichkeit. Ja, 4. Platz, Sean Roden. Ich glaube, der hat so ein bisschen auch schon abgeschlossen damit, dass er ganz nach vorne kommt. Hatte, glaube ich, noch nicht mal seine eigene Musik dabei und sich irgendwas, zumindest sah es so aus, als wäre es so zusammengeschustert gewesen in der Kür. Naja, der Sean Roden ist ein ganz eigener Typ. Also ich halte ihn für, wirklich, ich halte ihn für ein unglaubliches Schlafpulver auf der Bühne, wie man so schön sagt auf Österreichisch. Also er hat halt überhaupt kein Leben in sich. Aber wenn man ihn näher beobachtet, der Mann hat es fast dick hinter den Ohren. Das ist ein Schmähbruder in Wirklichkeit. Ein Schmähbruder ist einer, der, naja, vielleicht ganz ernst mit dir spricht, aber dich auf der Schaufel hat. Ja, das ist ein österreichischer Ausdruck. Ich habe ihn genauer beobachtet bei uns im Line-Up und auch am Schluss dann bei der Siegerehrung, wie er dann in das Sackerl reinschaut, ich weiß nicht, ob es das in der Kamera hat. Also der hat es faustig hinter den Ohren, der Bursche. Also nicht nur Wettkampfberichterstattung, sondern auch noch Fremdsprachen und Vokabeln können wir bei uns lernen. Nächstes Mal wird dann Arbeit geschrieben und der Test. Mal kurz weg von den Amateuren und zum Schluss vielleicht nochmal Pavel Beran gewinnt den Gesamtsieg. War ursprünglich in seiner Klasse, aber Zweiter. Freut er sich trotzdem genauso? Ich weiß nicht, ich kenne den Burschen nicht. Ich weiß nur, dass der eine sehr, sehr schöne Linie hat. Für mich ist er nur kein super Schwergewichtler. Der hat ganz einfach eine
wie soll man sagen, eine wunderschöne Linie, aber er wirkt viel leichter, als er an sich in dieser Klasse es üblich ist. Weil wir gerade das Thema Alter hatten, wir hatten das schon bei der Arnold Europe und jetzt hier wieder, die Top 3 jetzt sogar im Super Heavyweight, waren alle noch Junioren gewesen. Werden die Junioren immer besser oder werden die Leute, die in den hohen Gewichtsklassen sind, immer schlechter? Es muss ja irgendeinen Grund dafür geben, dass wir jetzt so einen Aufstieg von den Junioren haben. Ich glaube, dass im Hintergrund viel bessere Arbeit geleistet wird. Das ist meines Erachtens der Grund, warum Leute früher erfolgreich werden. Es ist mehr Wissen herum in der Szene und die Klugen schaffen es, das Wesentliche herauszupicken. Ja? Und wenn jemand als Junior so weit vorne ist, wie die Angesprochenen, dann sind sie auch clever. Dann haben sie sich etwas herausgesucht oder vielleicht auch einen Coach gesucht, der weiß, wie es geht. Sie haben mehr oder weniger aus der Fülle des Angebotes das Beste für sie gefunden und das nutzen sie aus und das ist okay so. Ja, und das Reden herauszustellen ist ja auch Sinn und Zweck unseres Wrap-Ups. Deswegen beschließen wir es dabei auch und lassen uns dann mal überraschen, wer in Finnland dann das Rennen macht. Das wird ja mega spannend. Ja, wird sicher wieder interessant werden, ich freue mich schon drauf.